Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. So, wir sind immer noch dabei, die 13 Pilzmissionen zu vollenden. Und ja, jetzt sind wir hier beim Pilz Nummer 10, glaube ich. Und dann fehlt nur noch Pilz Nummer 1 mit der Bedingung. Und dann haben wir alle 13 Pilze erfüllt. Ja, und diese Pilze sind ein bisschen, sagen wir es mal so, ein bisschen scheiße. So, es dürfte der sein. So, der ganz rechts. So, es dürfte dann der hier sein. So, da ganz links. Wuhu! Ha, beim zweiten Versuch schon, cool. Ah, wunderbar, jetzt fehlt nur noch der blöde Pilz Nummer 1. Mit diesem doofen Stellungsspiel. Dauernd dieses Zelt, wie viel haben wir davon jetzt eigentlich schon? Was bringt das überhaupt? Toll. Krieg ich jetzt eine Trophäe, weil ich jetzt ein Zelt benutzt habe vielleicht? Anscheinend nicht, schade. Was denn da neu? Minispiele. Haha, Pilz Nummer 10. Herzlose? Pilz Nummer 10. Wunderbar, jetzt fehlt echt nur noch der Pilz Nummer 1. Und der ist doof. Niemand. So, jetzt kann ich ja eigentlich wieder alles ausrüsten, so wie es war. Hier mit Memoir und hier mit der Donnerrose. Magnetwelle kommt wieder rein. So, dann Combo Plus. Combo Minus kommt raus. Ja, machen wir noch einen Eisboost auch rein, den brauchen wir momentan eigentlich nicht, aber wer kann, der kann. Wunderbar. Ach, check, weißt du was? Wir machen wieder ein Limit. Hui! Ah, schade. Böse Überraschung. Kaboom. So, jetzt werde ich mal noch kurz ausprobieren, auf den Schiffsfriedhof zu fahren und den Speicherpunkt zu benutzen. Denn da kann ich dann vielleicht auch hin. Wieder. Schiffsfriedhof in See stechen. Einfach nur so, weil ich es kann. Lucid-Kristall. Schiffsfriedhof. Nicht diese Viecher. Hui. Trümmer. Was? Trümmer? Kuppel? Okay.
jetzt hochspringen? Nee. Herzlose! Laderaum der Interceptor, die total abgekratzt ist. Zack. Dann speichern wir jetzt hier. Erstmal. Und dann werden wir jetzt mal schauen auf der Weltkarte, ob wir jetzt zu jedem Ort wieder hinreisen können. Oder ob wir da jedes Mal mit dem Schiff hinfahren müssen. Wobei wir diese Orte wahrscheinlich eh nie wieder besuchen werden. Also in diesem Let's Play und diesem Spiel wahrscheinlich auch. Aber einfach nur wegen der Vollständigkeit. What the fuck? Wieso? Ach, keine Ahnung. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, genau, die Welt, die niemals war. So, der Pilz war da irgendwo. Hui, da freue ich mich ja jetzt schon, wenn die Pilze endlich fertig sind. Hahaha. Vorausgesetzt, ich schaffe den Pilz 1 in absehbarer Zeit und nicht erst in 5000 Versuchen später. Wie viel braucht ihr eigentlich nochmal? Aufgaben. Bam, 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 bam. 70 oder mehr Punkten beenden. Wird lustig. So, Pilzi, mein bester Freund. Pilz Numero Uno. Überform. Bling Antiform, einfach so, weil es gar nicht möglich wäre. Naja, zumindest ein neuer Rekord. Verdammt. Oh Mann. Aber ich glaube, ich habe den Drehbold raus. Kann sich über so um Stunden handeln. Ah, cool. Ah, puh. Das ist wie ein Tango-Tanz. Immer schöne Schrittfolge achten. Ah. So, jetzt haben wir nur noch den 13. Pilz. Das ging jetzt echt schneller als gedacht. Cool. Ja. So, Mockery Shop. Ich gebe meine ganzen Klumpatsch hier ab, den ich gesammelt habe. Oh, cool. Eure Kalkum fürs Sammelziel. Oh, gibt es da eigentlich noch eins? Finde alle Sorten von Materialien. Finde alle C-Materialien. Okay, wäre interessant, ob irgendwo vielleicht ja ein Orikalkum Plus oder so zum Verdienen wäre, aber finde alle Sorten von Materialien. Ja, okay.
Formelanalyse kann ich keins machen. Mogri übernehme sie. Keine Ahnung, was das da machen will. Ja. So, und jetzt nur noch der Pilz Nummer 13. Und der ist wieder mal in Radiant Garden unterwegs. Ui, cool. Da freue ich mich jetzt, was da jetzt passiert. So, Radiant Garden, da bist du. Wo ist der Pilz? Ich glaube, da irgendwo. Da, 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 da. La, 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 la. Zack, nochmal kurz speichern. Bevor es zu den 13 Pilzen geht. Oder zu den... Zum 13. Pilz wohl eher. Der ist Richtung... Da, in diese Richtung vielleicht? Ich weiß nicht mehr, wo ist denn das große Pfeil? Da ist es ja. 13 Pilze! Alle freuen sich! Yay! Happy! Hochblicken? Oh! Pilz Nummer 13! Fertig, los! Siegesbeweis. Gute Kombination aus exzessiver Magiekraft und sehr großer Angriffskraft. Deaktiviert das Erlangen von Erfahrungspunkten beim Sieg über Gegner. Scheiße. Okay. Zeugnis der Zufriedenheit. Der Beweis für die Zufriedenheit aller 13 Pilze mit Zoras Leistungen. Pilzsammler, eine Silbertrophäe. Cool. Ha, schön. Tschüss. Oh cool, ich habe ein Bronzekrönchen. Ist es cool? Da gibt's noch Silber und Gold. Ich glaube, Silber gibt's, wenn man alle Tagebucheinträge hat. Und Gold, wenn man dann, ja, diese Rüstung besiegt. Werde ich niemals haben, schade. Ach cool. So, jetzt, ja, Siegesbewahr. Oh. 60? Oh, die Magiekraft steigt. Die rüsten wir doch mal ganz kurz aus. Truhe, Zeugnis der Zufriedenheit. Boah, es ist riesig. Cool. Mein Schlüsselschwert. Schade, dass ich erst nach Level, ja, 100 werden muss. Also 99. Ja, die machen wir auch noch, aber nicht jetzt. Ich möchte jetzt eigentlich kurz mal einen Herzlosen finden. Kommen da die Pilze jetzt nochmal? Nee, jetzt kommt wieder Herzlose. Oh, die machen so Lust. Jetzt macht dieser Schlüssel schon lustiges Geräusch. Wie geil. Das ist ja toll. Ich mag das Schlüsselschwert. Leider bin ich noch zu scheiße, um das richtig nutzen zu können. Weil ich noch nicht Level 100 bin. Und deswegen muss ein anderes Schwert herhalten. Memorie. Oh, ich muss mal Äther einkaufen gehen. Hm. Zack. Ja, was machen wir denn jetzt? Sieferit wollte ich auch noch machen, aber... erst mit Level 100. Also 99. Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Wir gehen jetzt zu Twilight Town und werden erstmal eine Runde strugglen. Wir müssen nur noch die zwei Gegner freischalten. Die möchte ich euch noch zeigen. Nicht vorenthalten. Wollte ich zwar eigentlich in einer separaten Folge machen, aber schadet ja nicht, wenn ich jetzt schon mal anfange. Wo muss ich denn da hin? Ja, geh mal da zum Treffpunkt. Nee. Ah. Verdammt! Jetzt ist mir noch was Wichtiges eingefallen. Wir haben noch eine Organisation 13 Silhouette noch zu bekämpfen. Da, vor dem ich sogar ein bisschen... Ja, Angst würde ich es jetzt nicht nennen, aber... Naja, ich zolle ihm meinen Respekt, diesem Gegner.
Ich weiß nicht, ob er immer noch so stark ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind wir zu stark für den Gegner. Aber egal. Letztes Mal war er noch ziemlich scheiße. Und der war beim Schloss des Biestes. Und zwar, ich glaube, in seinem Gemach. Marlurx, ja. Die Nummer 11? Ja, doch, glaub Nummer 11, weil die Nummer 12 war die Laxin, die blonde Schnepfe, und 13 war ja Roxas. So, habe ich jetzt noch. Welche Schlüsselschwert habe ich noch mehr ausgerüstet? Memoi, gut, das passt. Herzlose, ui cool, alle Herzlosen gefunden. Nummer 13, Herzlosen Kenner, eine Brusttrophäe. Dieser geheimnisvolle Herzlose taucht inmitten einem strahlenden Licht auf. Er überreicht Zora Beweise für seinen Sieg über alle Pilze. Ah, oh, wir haben alle Herzlose gefunden. Cool. Wenn ich jetzt noch die Aufgaben, die Minispiele, die Itemherstellung, die Beziehung und die Charaktere vollständig kriegen würde, wobei Charaktere und Beziehung wahrscheinlich nachdem ich Maluxia jetzt habe, fertig ist, könnte ich es sogar schaffen, das geheime Ende noch freizuschalten, indem ich. Da müsste ich aber echt noch. Das, den, wie heißt der? Die Rüstung einfach, zack, besiegen, aber das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Muss ich mal irgendwie gucken, woher ich dieses geheime Ende herzaubere. Wobei ich da schon eine Idee habe und ihr die Folge eigentlich schon gesehen habt. Also von dem her, egal. Eine abwesende Silhouette. Ja, das wird jetzt spaßig. So, Marluxia, diesmal werde ich dich besiegen. Und wenn ich Refleck anwenden muss, bis zum geht nicht mehr. Ja, wo ist sie denn? Rosenblätter, interessant. So, mal schauen, was die so drauf hat. Ich hoffe, das ist nicht wieder irgendwas Besonderes, worauf ich achten muss. Ohohoho. Geh weg von mir! Ach ja, stimmt. Ich darf mich ja nur eine bestimmte Anzahl mal treffen lassen. Stirbe! Du Ekelhafte! Stirb! Nein! Böses! Na, was macht ihr jetzt wieder? Na komm her, du blödes Miststück.
Oh Gott. Boah. Zeiten zum Sprung. Stirb. Na komm schon, viel hast du nicht mehr. So, komm her, du. So, komm her, du. Was zur Hölle? Hör auf damit. Na, komm schon. Na, also. So, der ist besiegt. Gut, der war ein bisschen anspruchsvoll, aber geht auch. Und tschüss. Löst dich auf. Haha. Äonenfauna-Formel. Flüchtige Vision. Cool. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen... Ja, wir machen dann in der nächsten Folge erst die ganzen Struggle-Turniere. Das ist dann eine reine Struggle-Folge. Dann, ja. Speichern wir noch kurz. Zack. Zack. So. Und dann, ja, war's das für diese Folge. Ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer, aber ist ja viel passiert. So, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.